Hallöchen! Heute melden wir uns mal von meinem Basteltisch, beziehungsweise eigentlich ist es mein Esstisch, aber der ist heute mal zum Basteln freigeräumt. Nämlich habe ich hier einen kleinen Bonsai-Baum von der Firma LEGO, Lego. Und den bauen wir mal zusammen heute. Beziehungsweise vielleicht werden es mehrere Teile. Und ich packe das Ding jetzt einfach mal aus und wir schauen mal, was da drin ist. Geht schon gut los. Gibt es hier irgendwie einen Trick bei? Ja, offenbar soll man das Ding nicht aufmachen können. Ich will die Verpackung ja eigentlich auch nicht kaputt machen. Ah, hier soll man wohl reindrücken. Ah, so macht das Ganze Sinn. Richtig sauber aufkriegen tut man so nicht, aber... Schauen wir mal, was da alles so drin ist. Also, das soll am Ende dabei rauskommen. Man kann wohl aussuchen, ob man einen pink-weißen oder einen grünen Bonsai bauen will. So, schauen wir mal, was da alles so drin ist. Ich habe schon seit bestimmt 20 Jahren kein Lego mehr angepackt, wenn nicht sogar noch länger, und deswegen habe ich keine Ahnung, wie das heutzutage funktioniert. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dann habe ich hier noch so komische andere Dinge. Ich vermute mal, das ist die Reihenfolge. Hier ist die Anleitung drin. So. Lego Bonsai. Hoffentlich ist es auf Deutsch. The Lego Bonsai Master. Art of Bonsai, One Tree, Two Varieties. Also, wie hier schon zu sehen ist, kann man zwei verschiedene Versionen verwenden oder bauen. Ich denke mal, der Stamm wird gleich sein und das Podest. Und ich hoffe mal, es gibt hier eine Anleitung. Oder hier steht auch drin, wie man das Ding zusammenbaut. Ah, hier geht's los. Also Beutel 1. Ich habe hier übrigens noch eine Kamera oben auf meinem Tisch, die auf meinem Bauplatz hier filmt. Ich hoffe, das funktioniert alles soweit. Und dann fangen wir mal an. Diese Dinger hier, die stören mich gerade ein bisschen. Und wir bauen Nummer 1. Tüte auf. Was war als erstes? So, eine Platte, das sind zweimal die gleiche. Wir brauchen die einmal und dann brauchen wir diese komischen zweimal diese Dinger. Also ich bin, wie gesagt, kein Experte von Lego. Und ich bitte um Nachsicht, wenn ich diese Teile nicht richtig bezeichne. Ah, die sind hier drin. Und so.
Also ich muss jetzt auch nicht die ganze Zeit labern hier. Es kann durchaus sein, dass das ein bisschen ruhiger wird. Vor allem, falls ich mich hier konzentrieren muss. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste, gerade was Lego angeht. So, die zwei Platten werden hier zusammengesetzt. Ist das so richtig rum? Die kurze Seite, ja. Ne? Ja. So. Naja. Dann brauchen wir sechsmal. Was ist denn das für eine Farbe? Hier sind das diese? Nee. Das sind doch die etwas längeren. Diese müssten das sein. Die sind etwas dunkler, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kommen jetzt hier drum rum. So, das war Schritt Nummer 4. Schritt Nummer 5, da brauchen wir diese kleinen weißen Knüppelchen, 4 Stück und 3er in Grau, 4 Stück. Ich hoffe, hier gibt es nicht den IKEA-Effekt, dass irgendwas fehlt. Kommt es dahin? Und die Weißen dazwischen. Das Teil und dann viermal das. Vielleicht kriege ich es ja eine halbe Stunde hin, weil nach einer halben Stunde schaltet sich die Kamera aus und ich muss eine kurze Pause machen. Aber eine halbe Stunde, das wäre ein bisschen zu optimistisch. Das glaube ich jetzt nicht. Das kommt hier drauf, oder? Passt nicht. Was ich von Lego noch weiß, ist, wenn es unten nicht passt oder wenn man unten nicht sauber und stabil baut, fällt es oben auseinander. Aber ich denke mal, das ist so richtig. Kann man den denn drehen oder wie? Und dann die Dinger um die Ecken rum. Das sind irgendwie überhaupt nicht so die Lego-Steine, wie ich sie von früher kenne. Ist das normal, dass da so viele unterschiedliche Formen sind mittlerweile? Okay. Das war Schritt 6. Jetzt Schritt 7. Das ist wieder diese ein Stöpselchen. 4 Stück. Die kommen. Wo kommen die denn jetzt hin? Ach, nee. Doch. Dahin.
aber das Gefühl, dass das dort nicht richtig fest ist. Na gut. 7, Schritt 8. 4 mal 1. Grau, das sind diese Dinger hier. Ach, die kenne ich noch von früher, diese kleinen. Einer grau, einer. Vielleicht nicht in der Farbe, aber sowas hat man früher auf jeden Fall auch schon gehabt. Die kommen, brauchen wir, und dann brauchen wir diese Vierer. Ein 10 Stück. 2, 4, 5, 6, 8, 9 und 10. Was sind das hier? So. Jetzt, das muss nach außen mit den Noppen. Fangen wir jetzt mit der Ecke mal an. So, und dann ein einzelner. Dann wieder Vierer. Ach, dafür waren die da. Dann wieder ein einzelner. Dann wieder ein Vierer. Hier auf der Seite auch 2 Vierer. Ich will gerade mal gucken, ob da was überhaupt zieht, was ich da mache. Natürlich nicht so wirklich. Ich muss aber etwas weiter vorne bauen. So, hier sieht man es besser wahrscheinlich. So, dann hatten wir hier wieder einzelne, dann ein Vierer, dann wieder ein einzelner. Vier. So, das wäre Schritt Nummer 8. Jetzt kommt Schritt Nummer 9. Da brauchen wir 4 von diesen langen in Grau. 2, 3, 4. Und dann noch, das wird, ah, das waren jetzt mit diesen Winkeln oder was sind das? Scharniere. Das sind diese. Also erstmal die langen, die kommen hier dran. 4 Stück. Also einmal so. Dann Scharnier. Beiden Seiten. Dann wahrscheinlich das hier komplett. Ne? Sieht doch schon mal nach was aus. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es sein soll, aber gut, natürlich weiß ich, was dabei rauskommt, aber wirklich was du da vorstellen kann man sich jetzt noch nicht. Ah, jetzt wird es glatt am Rand. Jetzt brauchen wir 24 mal diese komischen Teile hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 23, 24. So, und die kommen.
kommen jetzt so hin, dass das nach unten zeigt. So, ne? Nee, umgekehrt, andersrum. So. Ah ja, so macht's Sinn. Komplett rundherum, oder? Ja. Könnte man auch ein ASMR-Video rausmachen. Aber dafür habe ich nicht die richtigen Mikrofone. Das heißt, ich habe schon ein gutes Mikrofon, allerdings nicht für hier vorne bei mir, für die Videoaufnahmen. Das ist zwar auch nicht schlecht, aber nicht das Beste. Sieht momentan eher aus wie ein Schiff, wie ein Bonsai, als wie ein Bonsai-Baum. Oder zumindest ein Floß. Ja. Aber auch Heimweh kriegen. Endspurt. So, das war der letzte. So. Dann nächster Schritt, viermal die lange und die kommen einmal so, das bündig sein, oder? Ja. Richtig, dass die so ein bisschen überstehen? Ja. Die Seite. Ja. Stabil ist es. So, jetzt haben wir 12-mal diese Klappendinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich denke mal, die kommen so versetzt hier drüber. Ja. Alles andere macht ja keinen Sinn. Erstaunlich, was für Teile es heutzutage gibt, zu der Zeit, wo ich noch mit Lego gebaut habe. Da konnte man froh sein, wenn man die Standardsteine hatte in verschiedenen Farben. So, jetzt haben wir Schritt Nummer 13, da brauchen wir viermal diese Gummidinger hier. Das ist aber überhaupt kein, hat auch mit Lego überhaupt nichts zu tun eigentlich. Steht aber Lego drauf. Okay. Dann diese grünlichen Teile und diese Dinger. Das heißt, der muss da drauf. Viermal.
Ist egal wie rum bei denen, ja. So, und da kommen dann diese Gummidinger drüber. Ich glaube, dieser Bonsai-Baum, das ist jetzt nicht so das typische Lego oder das typische Lego, was es heutzutage gibt, oder? Also, ich weiß nicht, ob diese Gummidinger hier, die können wir vielleicht auch als Räder für irgendwelche Fahrzeuge nehmen. So gesehen passt es ja wieder. So, die kommen an die Ecken dran. So. Ich glaube, wenn man das oben grün macht, hat man einen Billardtisch. So, nächster Schritt. Jetzt sind wir dann 20 Minuten. Okay. Das war die erste Tüte. Was ist denn das für ein Ding? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Steine übrig. Einmal also diese zwei kleinen Dinger hier. So, die legen wir zur Seite. So, Beutel Nummer 2. So. Ah, jetzt geht's an den Ast beziehungsweise an den Baum selber. So, da brauchen wir dann auch diese Teile hier, diese Peitschen. So, womit fangen wir denn jetzt an? Einmal dieser runden Platte hier. Das ist, na, den können wir mal zur Seite tun. Nächste. So, da haben wir einmal einen schwarzen. Darf man schwarz überhaupt noch sagen? So, der kommt da dran und dann sind so komische Winkeldinger. Sind das die oder die? Die gehen nach oben. Habe ich überhaupt nicht. Hä? Ich brauche diese Teile hier, die einer mit so einem Ding nach oben. Ach hier, die haben eine andere Farbe. Stimmt, die ist ein bisschen heller. Auf dem Bild sieht man es jetzt auch. Es ist ein bisschen verwirrend durch das Kameralicht hier, deswegen sind die Farben irgendwie nicht so richtig gut zu unterscheiden manchmal. So, jetzt haben wir zweimal, was ist denn das? Was Glattes. Was diese Dinger hier? Ah ja, doch, das sind die. Die haben diese Einkerbungen oben. Ja, das passt. Die kommen daneben. So, dann brauchen wir noch einen von diesen. Der kommt. Ja, das ist so eine Ecke hier, das müsste diese sein, die kommt einmal so hin und das Ding dahin. Nee, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wenn man das erste Mal verbaut, jetzt weiß ich ja, warum die Dinger so stabil sind. Die einmal fest. Ach, nicht.
dafür vielleicht das Ding hier gedacht, dass man die auseinander machen kann. Könnte sein. Ah. Okay. Also, das muss so hin. Ja, so ist richtig. Dann so. Nee, auch falsch. Ach. Jetzt gerade läuft es überhaupt nicht. Das muss nach oben. Konzentration bitte. So, jetzt haben wir es aber so, wie es sein soll, oder? Ja, jetzt sieht es richtig aus. Das nächste war einmal so ein Teil mit so einem Stoppel dran. Das müsste das hier sein. Und dann nochmal diesen. Den müssen wir jetzt so rum tun und den dann so dran. Und jetzt ist es grau. Also mit den Farben, das ist nicht so. Das muss auf jeden Fall so ein Zweier wie so ein Dings, ne? So ein Horn oder was das sein soll. Das kann eigentlich nicht stimmen, das muss viel steiler sein. Tja, ah hier, das ist es, ein Grau. Das geht dann so drauf. So, ich glaube gleich muss ich die Kamera neu starten. So, das geht ja ganz woanders weiter. 19, 20. Ah, dann können wir den erstmal zur Seite legen anscheinend. Jetzt brauchen wir einmal diese Platte und einmal eine Dreier. Die kommen so untereinander. Und da dieses grüne Ding drauf. Dann habe ich einmal den. Also die Teile sind diesmal wirklich für diesen Beutel wirklich schlecht auseinanderzuhalten. Vor allem farblich passt das irgendwie alles nicht so. Das passt alles nicht so hin. Das ist auch nicht das, was ich suche. Hä? Also irgendwie ist in dem Beutel, in dem braunen, ist das alles nicht so dolle. Das haben wir. Den einen. Was ist denn das für runde Dinger da? Boah, das kann man überhaupt nicht erkennen. Also der Druck von diesem Teil ist wirklich. Ah, die sind das. Ich muss es mal so hinlegen. Wenn ich das vorne da zwischen den Kameralichtern habe, da sieht man das überhaupt nicht gescheit. So, und dann so ein Winkel. Das ist aber doch nicht so einer. Das muss doch um die Ecke rumgehen. Also einfach um die Ecke, nicht so mittendrin. Hä? Ah, hier, der da ist er. So. Nochmal gucken, zweimal. Ich glaube, das sind die ganz klassischen Zweier. So, jetzt haben wir es aber.
So, eben hatte ich die Kamera abgeschaltet, natürlich ohne einen Ton von sich zu geben. Normalerweise hört man da immer mal was, aber ich hoffe, es ist nicht zu viel verpasst worden. Also ich habe jetzt die Teile gefunden, die ich für diesen Bauschutt brauche, alle. Und jetzt kommt, jetzt müssen wir diesen, das ist doch nicht der richtige. Das kann doch nicht stimmen. Ich kann ja den so gar nicht da drauf bauen. Das geht doch gar nicht. Noch irgendwo so einer. Scheint wohl doch für Fortgeschrittene zu sein und nicht für Anfänger wie mich. Weil das kann ja nicht, das geht doch gar nicht. Weil auf dem Bild müsste der den Noppen nach oben haben. Das gibt's doch gar nicht. Weil so einer ist es nicht. Ich habe ja hier diese, die sind so ähnlich, aber das kann doch nicht sein. Ja, also jetzt weiß ich momentan nicht so richtig weiter. Also das runde Ding müsste dann da vorne drauf. Das stimmt doch nicht. Der würde ja auch nicht dahin passen. Dann muss es doch noch ein anderes Teil geben, was so ähnlich ist, nur halt umgekehrt. Hat schon mal einer diesen Bonsai-Baum gebaut und hat das hingekriegt? Oder bin ich einfach nur blind und sehe den Baum vor lauter Wäldern nicht? Haben wir doch hier das falsche Teil eingepackt, oder? Weil dieses Ding brauchen wir anscheinend nicht nochmal. Doch hier. Hier ist das Teil, was ich hier habe, genau. Also brauchen wir das auf jeden Fall auch. Dann fehlt doch ein Teil. Ah, hier vorne liegt es in Schwarz. Ach ja, ja, die Farben, wie gesagt, Druck und Original und das Teil selber. Jetzt passt es natürlich, jetzt macht es auch Sinn. So. Den wieder weg, den brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja schon fast peinlich, was ich hier mache. Das muss da dran. Und wozu brauchen wir die zwei? So brauchen wir die zwei jetzt hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss die Anleitung wirklich hier vorne liegen lassen, weil ich seh das da hinten unter dem Kameralicht einfach nicht. Tut mir leid, also ich kann so nicht bauen. Ich kann so nicht arbeiten. So, das passt. So. Und jetzt das da drauf. Und das für eine komische Konstruktion. So, jetzt brauchen wir ein bisschen größere Teile. Vielleicht finde ich die ja gleich. Das sind diese beiden. Und einmal wieder so ein komischer Haken. Ach, die müssen da dran. Beide so rum. So, ne?
Nee. So. Und hier wieder die Seite. So, richtig abhalten. Okay, jetzt haben wir zweimal so ein Eckding. Nee, was ist das? Das ist aber das Schwarze. Ach, das ist doch. Das sind noch diese Dinger hier, oder? Weil schwarz und braun sieht auf den Fotos echt gleich aus. Das ist, glaube ich, das Dunkelbraun. Wir haben hellbraun, dunkelbraun. Das ist, glaube ich, das Dunkelbraun hier. Das kommt einmal so hin und das in die andere Richtung. So hin. Ja. Was ist das für ein Teil? Das sieht aus wie ein Tragegriff für einen Werkzeugkasten. Sind diese Teile hier nur zweimal und die kommen. Ach, das ist interessant. Ich komme einmal dahin und einmal dahin. So, und das muss jetzt hier so drauf. Wenn es bei Lego knackt, werde ich immer nervös. Aber scheint richtig zu sein. Der schiefe Turm von Pisa. Wahrscheinlich ähnlich. Der hat wahrscheinlich eine ähnliche Konstruktion. So, jetzt haben wir wieder einen etwas größeren Bauschritt, beziehungsweise sind ein paar größere Teile los. Einmal das, dann einmal das etwas dunkler. Jetzt so langsam steige ich hier nach dieser Farbgebung durch, beziehungsweise Farbe in Original und Anleitung. Dann haben wir einmal, das ist auch dunkel. Was ist denn das für ein Teil? Also, ganz ehrlich, die Anleitung hätte man besser drucken können. Das ist doch irgendwie so ein Special-Teil wieder, oder? Es muss auf jeden Fall in dem dunklen Braun sein. Aber ich finde es nicht. Die anderen Teile, das ist einmal der und einmal der und einmal so einer. Da fehlt jetzt dieses komische Ding hier. Denn das brauche ich auch gleich beim ersten Bauschritt. Ach, das ist. Könnte das hier sein? Nee, das kann doch nicht stimmen. Man verzweifelt vor einem Lego-Modell. Ach ja. Das Bauen selber ist eigentlich, glaube ich, nicht das Problem, sondern die Teile finden, die man braucht. Was ist denn das hier? Das ist ein Schwanz von einem Tier. Hm.
ist doch... Das ist irgendwas, was an die Seite von dem Baum dran kommt. Boah, Alter. Das ist doch das Ding hier. Das muss es sein. Das sieht aber hier ganz anders aus. Ehrlich, es sieht ganz anders aus. Okay. Versuchen wir es damit. Also das Teil. Da muss denn das... Nee. Das ist das Falsche. Und noch so eins. Da. Das hier. Das sieht besser aus. Dann müsste das so hier dran. Dann das mit dem Bogen. So. Dann dieses Teil so. Ist kein rechter Winkel sein. Naja. Dann kommt das jetzt hin. Dieses Ding so, der hier drauf, der auf der Seite runter, und das da drüber. Okay. Und das muss jetzt hier so dran. Sehe ich das richtig? Kann ja eigentlich nur so, ne? Mal gespannt, ob das alles so stimmt. So, was heißt denn eigentlich dieses Symbol hier? Kann man das erkennen? Also hier, dieses Teil, das ich jetzt durchdrehen soll. Aber das ist doch dasselbe, nur spiegelverkehrt, oder? Vielleicht bedeutet es das. Na gut. Wir brauchen wieder das Ding. Dann den wir vorhin schon mal falsch hatten. Dieses. Dann zweimal diese. Dann wieder dieses komische Ding, was wir eben schon mal gesucht haben. Aber jetzt haben wir es ja wirklich nicht. Wir hatten das nämlich. Ah, hier ist es. Das sieht einfach nicht so aus wie das Teil, was die hier haben wollen. Dann das. 1, 2, 3, 4. Fehlt doch noch eins. Da fehlt doch noch was. Ah, hier das Ding. So, dasselbe Spiel andersrum. Wir nehmen jetzt erst dieses mit der Rundung. Da machen wir hier die Spitze dran. Nee. So. Dann das Ding hier hin. Dann den so.
Jo. Und das ganze Ding jetzt hier dran. Also das kann eigentlich alles sein, außer ein Bonsai-Baum. Könnte auch aus Dune oder Blade Runner stammen. Oder aus irgendeinem anderen Science-Fiction-Film. So. Das war Schritt 28, jetzt Schritt 29. Jetzt brauchen wir dieses... Das machen wir zur Seite. Dieses Ding einmal. Zweimal die dunklen runden Teile. Da müssen die von unten dran. Und zwar nach außen. So. Dann brauchen wir noch zwei von denen. Jetzt machen. Ah. Jetzt so rum oder nee. Sieht zumindest so aus wie auf der Anleitung. Dann zweimal hellbraun diese und zweimal dunkelbraun mit den Löchern drin, oder? Kann man wieder nicht erkennen, ob da... Das sind aber die mit den Löchern, genau. So, dann... Den Dinger mit den Runden drunter kommt einmal der außen hin und der innen hin. Und hier dasselbe. Außen und innen. Jetzt zweimal. Und einmal dieses Ding. Die werden so zusammengestickt werden, wahrscheinlich so und so. Mhm. Denn die beiden hier oben drauf. Faszinierend an diesen Dingern ist immer, dass man irgendwas baut und erst beim letzten Bauschritt ergibt alles Sinn. So richtig stabil ist das hier nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also ganz ehrlich, nach einem Baum sieht das nicht aus. Das war jetzt Schritt 34 und jetzt Schritt 35. Da brauchen wir einmal dunkel und einmal, jetzt brauchen wir nämlich das Ding zur anderen Seite hin, zur anderen Seite. Das kommt
Einmal so. Und einmal so. Das ist schon etwas stabiler. 36. Wieder so eine Anhängerkupplung. Ja, sowas haben wir früher als Anhängerkupplung benutzt bei den Lego-Steinen. Die gab es damals schon. Und dann haben wir diesen hier. Ja, das passt. Alles so. Hä? Der soll hier mitten rein. Dann hier drauf. Dann wieder zwei Scharniere. Ah, wieder 20 Minuten rum. Ich muss immer ein bisschen auf die Kamera achten, weil die sagt mir einfach nicht, wenn sie abschaltet. Und ich sehe auch, der Akku von dem Ding ist nur noch halb. Vielleicht schaffe ich das heute gar nicht in einem Abwasch. Wäre schade, dann müsste ich nämlich alles wieder aufbauen hier. Aber wir wollen ja auch nicht hier durchjagen. Also das kommt auf jeden Fall so und so hin. Das andere so. Nee. Hä? Doch. So. Dann zweimal. Ist das jetzt hell und dunkel? Dunkel, dunkel, dunkel. Sind das jetzt die schmalen oder die breiten? Nee, die hellen. Wie kann man mit der hell von dunkel nicht richtig unterscheiden? Also, da macht es ja Sinn. Die kommen dahin und die kommt dahin. Mit dunkle Steinchen, das sind diese und ist das wieder eins mit, ja, wieder eins mit Loch drin. Der kommt hier oben drauf. Wo kommt der hin? Das riecht jetzt der hier vorne einfach so hinkommt. Bleibt da was frei? Scheint zu stimmen. Warum blinkt denn das Ding jetzt da schon wieder? Also die Kamera, die macht momentan irgendwie so ein paar komische Anstalten. Aber solange das rote Lämpchen leuchtet, ist alles okay. So, jetzt haben wir wieder die dunklen. Einmal das. Und was haben wir jetzt hier für ein Ding? Das ist ein Knubbel. Das ist, glaube ich, etwas heller. Das ist das Ding hier, oder? Also ich wiederhole mich gerne, der Druck von der Anleitung ist nicht der beste. Selbst, ich habe jetzt hier durch die Lampen ein bisschen schlechtere Lichtverhältnisse. Aber das ist hier jetzt wirklich, das ist ein schwarzer Fleck. Mehr ist das auf der Anleitung nicht. Aber das kann eigentlich nur das Teil sein, was aussieht wie ein Kuhfladen oder Hundeködel. Das kommt auf jeden Fall auf das Ding drauf. Das kommt hier vorne hin. So, und das Teil dann hier. Wird schon schlimm.
Dann haben wir einmal dieses. Dann ein dunkles Zweier. Dann dieses Katzenschwänzchen. Das kommt auf das drauf. Das Katzenschwänzchen kommt an die Seite. Jetzt muss ich das Ding drehen. Okay. So, jetzt brauchen wir das andere Teil wieder und das kommt jetzt so da drauf. Nee, behält das nicht, ist das nicht richtig stabil. Na gut, geht noch. Man könnte meinen, man baut das Raumschiff von Boba Fett. Dann brauchen wir einmal den und einmal diesen einer Klotz, das ist dieser hier. Wo kommen die denn da hin? Oh, jetzt wird es aber langsam kompliziert. Das Ding kommt da dran. In welche Richtung muss denn das? Passt eigentlich nur so, oder? Ja. Ich möchte mal ein bisschen ermahnen, dass ich hier vorne baue, dass man das auch sieht. Nee, so war das nicht richtig, oder? Nee, da muss das so rum hin. Das ist ja dann hier auf der Seite. So. Jetzt haben wir dieses lange Teil hier, das passt ja dann genau da drauf. Und das machen wir dann hier hin und den dahin. Und das Teil kommt so wie es ist hier dran. Also natürlich ist was anderes. Weiß ja nicht. So. Dreimal das und dreimal das. Ich gerade mal schauen, was mit meiner Kamera los ist. Ja, er war gerade wieder, sie war gerade wieder aus. Wir sind bei Schritt Nummer 50. Wir müssen jetzt dreimal das da rein. Das ist egal, wir sind in beide Richtungen gleich. Eins, zwei, drei. Und die kommen.
einmal so. Ist das egal wie rum? Kann man leider nicht so wirklich erkennen. Also den würde ich jetzt, das scheint richtig zu sein. Der ist dann bestimmt verkehrt, der muss dann so. Mehr zur Seite. Und der ist nach vorne. So, hier haben wir noch einen. Da kommt hier oben das Ding rein. Und der soll bei dem so rum hin. Okay. Jetzt haben wir diese Peitschendinger. Ei. Was müssen die denn da unten hin? Nee, das gab's ja falsch rum. So. Da oben rein. Die unten beide auf den, okay. Also einmal hier unten dran. Dann einmal hier rum. Und einmal dahin. Und der auch hier unten hin. Auch so rum. Einmal dahin. Aha. So, jetzt haben wir noch diese Tierschwänzchen. So, da haben wir ein. Kann das echt so schlecht sehen hier. Der falsche. Also ganz ehrlich, diese Anleitung, die ist, sind alle Lego-Anleitungen mittlerweile sowas von schlecht gedruckt. Sorry, aber das ist einfach nicht so, wie es sein sollte. Denn das hier richtig rum? Das passt doch gar nicht rein. Das gehört im Leben da nicht hin. Vor allem, warum brauche ich jetzt zwei von den Dingern? Wo kommt der zweite hin? Ach, da vorne. Da war der erste doch richtig.
das Ding, das soll so hier vorne dran. Ah. So viel zum Thema, es ist doch ganz stabil. Sieht zwar nicht so aus wie auf dem Bild, aber anders kriege ich es nicht hin. Und das zweite Ding, dann war das doch hier doch richtig. Dass hier so drunter kommt. Was auch immer das sein soll. Wurzeln oder sowas. So. Jetzt ist wieder dieses komische Dreh-Durch-Symbol. Jetzt kommt das nämlich hier drauf. Ein bisschen schief stehen und das tut es jetzt auch. Also das heißt schief, also nicht ganz gerade da drin. Ja. Irgendwie ist es schon so, wie das hier abgebildet ist, aber da fehlt auch noch was. Wir haben hier noch zwei Teile übrig. Hab ich die vergessen? Offenbar nicht. Dann tun wir die mal zu den übrig gebliebenen. Und jetzt Beutel Nummer 3. Ganz ehrlich, soll das nur reingeschüttet werden? Alle? Ich soll die da noch mit rein tun? Soll die durchschütteln und dann da reinmachen? Dann machen wir das doch. Ich zähle jetzt aber nicht nach, ob das wirklich 50 Stück jeweils sind. Die ersten schon weg. Ist das nicht ein Bauschritt, den man eigentlich zum Schluss macht? Wenn man das Ding nochmal umdrehen muss zum Bauen oder so, dann fällt doch alles raus. Na gut, wir machen es nach Anleitung und schauen mal, ob uns Lego da verarschen will. Alle. Da passen wir ein paar. Boah. Gut. So. Hat doch was. Ach, hier sind ja auch noch welche drin. Ja,
Warum sieht denn gar nicht aus? Tja. Also momentan sieht es so aus wie auf dem Plan. Nochmal für die. Ja, jetzt wäre schon fast passiert, das wollte ich nämlich mal umkippen. Hätte ich die Scheiße gehabt. So, jetzt können wir uns entscheiden, ob wir grün oder diese rosa-weißen. Dieses rosa-weiß ist ja von der Farbe her auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal grün, das passt besser zu Bonsai. Dann machen wir die Tüte Nummer 4 auf. Schon viele kleine Teile. Ich will gerade mal schauen, ob meine GoPro-Kamera noch läuft. Weil die machen leider keine Geräusche, wenn sie ausgehen. So, fangen wir mal an. Schritt 56. Den machen wir zur Seite. Da ist schon fast einer runtergefallen von den kleinen. Wir brauchen jetzt so einen und so einen. Wahrscheinlich steht irgendwo, machen sie das 50 Mal. Dann haben wir diese großen, die unterschiedlich. Die sind glaube ich alle gleich. Und dann der so drauf. So richtig, oder? Ja. Dann brauchen wir noch mal so einen, der hier oben drauf kommt. Dann einmal, jetzt ist wieder die Frage, welche Farbe das ist. Das ist eigentlich dunkelbraun, aber die mit dem Haken, die habe ich nur in hellbraun. Und der muss jetzt hier. Ist eigentlich so richtig, ne? Aber wo muss denn der da jetzt dran? Ah, hier drauf oder was? So, das nächste müssen wir dreimal bauen. Wir brauchen einmal diesen, zweimal diese. Ach, die Kamera blinkt schon. Akku. Ja, schade. Ich glaube, da ich keinen Ersatzakku für den Fotoapparat hier habe, mit dem ich gerade aufnehme, werde ich es leider etwas verschieben müssen, das weiterzubauen.
auf etwa ein paar Stunden später. Das heißt, nicht wundern, wenn das Licht irgendwie nachher ein bisschen anders ist. Aber solange ein bisschen machen wir noch weiter. Also das muss man jetzt dreimal machen. Und das können Sie jetzt so. So, haben wir doch dreimal gemacht. So, und jetzt haben wir einmal dieses Ding hier. Das muss da durch. Das ist ein anderes Grün. Das ist so schade mit der Kamera jetzt, wo es gerade interessant wird. Das haben wir schon mal gebaut, das Ganze. Müssen wir auch drei dran bauen. Also eigentlich sind wir gleich fertig, noch nicht. Da haben wir noch einen riesen Bauschritt noch für das Podest, wo das alles dann drauf steht. Aber das schaffen wir leider wahrscheinlich nicht mehr, bis der Akku leer ist. Warum habe ich denn eigentlich keinen Ersatzakku für die Kamera? Für meinen anderen Fotoapparat habe ich über Ersatzakkus, nur bei der nicht. Also Ersatzakku für Canon EOS 650D. Ach ja. Und außerdem ist die Speicherkarte auch voll. Na, das passt ja. Dann werden wir das Ganze jetzt hier gerade mal unterbrechen und ich melde mich nach, beziehungsweise ich mache jetzt einfach einen Schnitt und dann, wenn ich hier fertig bin mit Laden und neue Speicherkarte, geht es dann weiter. So, nach einem kurzen Schnitt bin ich wieder da und baue jetzt mein Bonsai-Bäumchen zu Ende. Ich hoffe, das Licht ist nicht so viel anders wie vorhin.
beziehungsweise eben gerade, weil es jetzt draußen doch schon ein bisschen dunkler ist und ich das Deckenlicht auch noch angemacht habe. So, wir waren ja hier bei Schritt Nummer 68, wenn ich das recht sehe. Ja, das hätte ich jetzt, glaube ich, dreimal machen müssen. Ne? Genau. Dieses, nee. Nee, das muss ich dreimal machen. So. Das waren dann diese, das da dran. Das da drauf und das hier drüber. Nochmal. So, das haben wir jetzt dreimal und das muss so. Einmal so, einmal so und einmal da ist noch Platz. Ist das sicher, dass das so soll? Die beiden übereinander? Na gut. So, das Ganze jetzt noch zweimal. Hier wieder das hier rein. So, das bauen wir jetzt einfach mal doppelt parallel jetzt. So, so. Dann brauchen wir das und das. Einmal, nee, doch einmal das hier hin und das, das Seite runter. Dann richtig. Nee. Genau verkehrt rum. So. Und so. Ja, wenn man erstmal raus ist. Übrigens müsste ich sogar einen zweiten Akku haben für die Kamera. Zumindest habe ich einen bei Amazon vor 2 Jahren bestellt, aber ich habe ihn nicht gefunden. So, das wäre jetzt das Ding. Und da kommt noch dieser Haken dran an der Seite. Der kommt hier drauf. So, das Ganze jetzt nochmal. Noch so viele Blätter. Gespannt, wo die hinkommen. Bis jetzt hat noch kein Teil gefehlt.
So. Und jetzt noch der Schweinehaken. So, jetzt wieder die Blätter, beziehungsweise die. Das wird bei immer wieder bei Lego oder allgemein Klimmbausteinen, dass es oftmals Bauschritte gibt, die zigmal wiederholt werden müssen. Wobei ich das jetzt hier gar nicht so schlimm fand. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich untereinander sollen. Aber laut Anleitung ist es so. So, das Ganze nochmal. Boah, was ist denn das alles noch für Kleinteile hier? Noch ein Teil. Da ist es. Ne, zwei Teile fehlen sogar noch. Wo ist der Zweier, der noch fehlt? Hä? Eben habe ich es noch gelobt. Ach, da hinten ist er. So, das. Und jetzt auch hier dran. So. So, und das soll jetzt hier irgendwo dran gebaut werden. Also viel falsch machen kann man da eigentlich nicht. Dann machen wir den ersten hier hin. Den zweiten. Dritten. Also ich finde, das ist so weit auseinander.
Soll das so sein? Hm. Die sind ja alle drei identisch, das heißt, es ist völlig egal, an welche Seite ich die dran pappe. So, und jetzt haben wir 10 kleine und 33 von diesen Blättchen. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn man die erste dran gemacht hätte? Falls man das nicht so genau sieht. Da sind die Teile und das sind diese ganz kleinen Dingerchen hier. Diese Teile. Ich habe keinen Autofokus an der Kamera eingestellt. Auf jeden Fall ist das noch mal eine Fleißarbeit. Wo sollen die denn da hin? Die Spitzen bleiben alle frei. Immer links neben der Spitze einer von den. Ich glaube, das ist auch relativ egal, oder? Und direkt daneben so einer. So, und dann ist immer auf der hier einer. Hätte man echt vorher machen sollen. Ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich nicht auch noch den rosa-weißen, die rosa-weiße Optik baue, aber wenn ich wieder hier angucke, das ist ja genauso, aber das sind andere, da sind richtige Blüten bei. Auf jeden Fall wird es ein bisschen anders gebaut, aber es sind nur diese. Diese Teile hier vorne sind nur neu. Der Rest von dem Baum bleibt ja gleich. Mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Aber jetzt muss ich erstmal diese Teile hier überall anbringen. Alles, was angebracht ist, kann nicht mehr runterfallen. Das mache ich erstmal überall. Hier so einen hin. Aber ich glaube, da gibt es wirklich keine genaue Regel. Man kann auch gar nicht genau erkennen, wo jetzt überall welche sind. Nur ganz grob. Aber es wird schon halbwegs so passen. Daneben.
auf jeden Fall aufpassen, wenn ich das Signal wieder hochhebe zum Zeigen, dass das Schüttgut da unten nicht rausfällt. Wäre schon fast passiert eben. Verstehe ich auch nicht, warum man das nicht als letzten Bauschritt macht, dass man einfach sagt, hier, ich schütte das noch da rein. Haben wir jetzt schon überall da hingemacht? Jetzt auf der falschen Seite, oder? Aber ich glaube wirklich, dass das keine große Rolle spielt. Die wachsen ja auch, wenn sie durchaus gestutzt und geschnitten werden, wachsen ja nicht synchron irgendwie oder so richtig symmetrisch, meine ich natürlich. So, wo packt man die jetzt noch hin? Ach, da ist noch Platz. Da muss da noch einer hin. Da machen wir noch einen hin. Hier oben. Da noch einen hin. Und hier. Von denen. Jetzt haben wir noch einen von den einer, den machen wir dahin. So, damit wäre der Baum schon mal fertig. So, wie gesagt, jetzt kommen die Schritte mit dem mit der anderen Bepflanzung, also das sieht nach Dings aus, nach Kirschblüten. Aber die machen wir erstmal nicht. Wir machen jetzt noch dieses Podest, wo der drauf steht. Das ist nämlich hier ab Schritt 86 und in Tüte Nummer 6. Das sind recht große Steine. Aber auch wieder Kleinkram. Na ja, gut. So, weiter geht's. Den stellen wir mal ein bisschen weiter hier oben hin. Wie gesagt, die Anleitung ziehe ich wieder hier vorne hin, auch wenn man die wahrscheinlich dann in der Kamera nicht sieht. Aber wegen den Farben ist es echt besser. So, die Kleinen machen wir dahin. Den machen wir ein bisschen rüber. Das ist jetzt hell, weil hell sieht hier dunkel aus und wir brauchen einmal das. Dann brauchen wir dreimal. Ne, das sind die anderen. Ach, diese. 1, 2, 3. Die müssen dann so hin, ne? 1. Nee. Sicher, dass ich jetzt hier das Richtige habe? Ach, da darf nur 1 drüber gucken, ja, dann passt es ja wieder. Dann passt es ja. So. Dann haben wir die zwei, die klassischen.
Die müssen jetzt hier an der Seite noch ran. Dann brauchen wir ein großes. Ne, das kann nicht stimmen. Zwei müssen. Doch, dann ist das richtig. So. Was sind denn das für Dinger? Diese. Ich kenne mich ja mit in der Lego-Welt nicht so aus, aber ich denke mal, diese anders geformten Steine sind durchaus gefragt. Dann brauchen wir noch zweimal von diesen. Die müssen dann so drunter. Stabil ist das noch nicht, aber ich vertraue mal drauf, dass das noch wird. Ja, schon wenn gerade der Sockel nicht stabil ist. Zweimal das. Zweites sein. Da ist er. Und zweimal von diesen hier. Die kommen jetzt nach innen. Und die kommen jetzt so drauf. Ah, dann ist es schon ein bisschen fester. Es wird langsam. Jetzt haben wir einen klassischen Lego-Stein. Der muss jetzt hier drauf. Wie zweimal. Hier ist es ja schon rund dann. Ich muss das Ganze jetzt zweimal bauen und dann zusammensetzen. Sehe ich das richtig? Jo. Das heißt wieder zurück. Ja, hier steht es ja auch. Zweimal. So. Dann wieder diese Flachen. Schon wieder 25 Minuten. Also die Zeit geht hier rum bei dieser Sache. Das müsste doch irgendwie jetzt spiegelverkehrt gebaut werden, oder? Wenn ich zweimal dasselbe baue, passt das. Ja, könnte zusammenpassen.
So, jetzt haben wir zweimal dasselbe. Jetzt müsste es eigentlich so zusammenpassen. Voilà. So, jetzt brauchen wir viermal diese langen. 1, 2. Ist aber der Farbe, oder? Weil die habe ich nämlich auch in dunkel. Nee, das sind so kürzer. Dann wird das ja schon richtig sein. Und die müssen hier innen ran. Oberfläche. Da haben wir aber eine Menge von. Jetzt halt 28 Mal lesen, kriege ich Heimweh. Entweder habe ich mich jetzt verzählt oder es fehlen will. Da ist noch einer. Na, gucken wir mal. So, und die müssen jetzt auf beiden Seiten so und so. Dann einer Abstand. Wieder so. So, wieder mal auf die Kamera nicht geachtet. Also meine andere Kamera, die piepst, wenn sie die Aufnahme abbricht. Also ich hoffe, es ist nicht so viel verpasst worden. Ich habe jetzt diese kleinen Teile zusammengesucht und die müssen halt jetzt hier angebracht werden. Ich bin gespannt, ob ich jetzt wirklich alle habe. Oder ob ich noch nach einer suchen muss.
Natürlich fehlt da einer, habe ich mich richtig gezählt. War der denn? Ah, hier ist er. So. Jetzt 12 normale kleine. Die kommen dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich muss ab und zu mal nach der Kamera gucken, ob die Einstellungen da passen. Ich weiß gar nicht, wie das andere machen, ob die immer noch jemanden hinter der Kamera sitzen haben. Wenn man das alleine macht, man hat einfach nicht so richtig die Kontrolle drüber. Das nervt auch manchmal. So, was haben wir denn hier jetzt? Jetzt brauchen wir die etwas dünneren 13 mal. Das, nicht dünner, dunkleren. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, kommt die jetzt hin? Die kommen jetzt hier? Nee, das passt doch gar nicht. Hä? Was kommt da drauf? Ach, jetzt habe ich das verstanden. Die kommen da drauf. Also so. Und dann kommt das so da drüber. Hm. Schick, schick, schick. Da jetzt auf hier. Da muss ich doch jetzt jedes, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, dann müsste doch. Auf. Jetzt ich verstehe allerdings nicht, warum man da. Das hat was mit den Abständen zu tun, warum man nicht normale Steine hier genommen hat. Na gut. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Auf jeden Fall sieht es ganz gut aus. Ich gedacht, dass ich gleich fertig bin, aber dass das jetzt doch noch mal bestimmt fast eine Stunde dauern wird hier, bis ich alles zusammen habe. Lange Videos haben ja keine großen Chancen bei YouTube. Außer man benutzt das als Einschlafhilfe. Würde mich auch nicht stören, weil dann läuft das Video nämlich durch. Und ist gut für meine Statistik. Kanal ja eh erstmal wieder ein bisschen mit Inhalt, ich will jetzt nicht sagen fluten, aber ich habe jetzt über oder vielmehr längere Zeit nichts gemacht und jetzt fange ich erst gerade wieder so richtig an.
Also an dieses Lego-Bauen könnte man sich gewöhnen. Wobei ich weiß nicht, ob ich Lego sagen darf, wobei es ist ja Lego. Es gibt ja hier in der Nähe, in Frankfurt, gibt es ja den Held der Steine. Der hat auch einen Videokanal. Sehr bekannt mittlerweile. Der hat ja schon das ein oder andere Mal Ärger mit Lego gehabt. So. Jetzt muss ich das Ding wohl umdrehen. Und jetzt kommt an die Ecken das. Andere würden daraus vielleicht einen Livestream machen, aber das will ich jetzt erstmal nicht anfangen. Bin froh, dass ich das mit den Kameras und so weiter so hinbekomme, ohne dass ich noch den Stress der Live-Aufnahme habe. So, davon müssten wir auch noch hier haben. Die müssen jetzt genau hier in die Mitte. Gar nicht mal verkehrt aus. So, die Steine habe ich eben schon gesehen. Die kenne ich noch von früher. Diese, die kann man, konnte man früher am Dach unten drunter bauen. Also am Ende vom Dach konnte man die dann unten drunter noch bauen, hat man hier so einen Abschluss gehabt. Und hier nimmt man es als Füßchen. Also so. So, jetzt, was ist denn das jetzt? Jetzt müssen wir diese Dinger hier noch irgendwie. Da haben wir dann einmal so rum. Nee, passt doch nicht. Sind das unterschiedliche hier, ne? Sind nicht dieselben. Das ist auf jeden Fall dasselbe, oder? Ja. Aber irgendwie. Das brauche ich. Das passt doch so nicht, wenn ich das so rumhalte. Den dahin und den dahin. Brauche ich zweimal. Dahin. Dahin. Und die müssen jetzt. Wie ist denn das jetzt gemeint? So hier drauf? Nee, das kann doch nicht stimmen. So, der andere soll gegenüber hin. Das kann halt passen, oder? So. Hier sind keine Teile übrig.
doch nicht richtig, oder? Weil ich habe hier, sieht man das nämlich so. Das passt aber, bei dreien passt es und bei einem nicht. Wie geht denn das? Wie soll es denn von oben aussehen? Ja, die lang sollen außen sein. Dann ist das doch bei dem falsch. Na, da brauche ich noch mal den Entklammerer. Lass mich so rum. So. So, und jetzt passt's. So. Jetzt kommt hier noch, dass man das austauschen kann. Aber wie gesagt, das fange ich jetzt glaube nicht mehr an. Jetzt stellen wir das Ganze erstmal hier drauf. Und voilà. Ein Bonsai-Lego-Bäumchen. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte größere Schwierigkeiten, aber es gab Schwierigkeiten. Das ein oder andere Mal. Die Anleitung ist leider vom Druck her ein bisschen auch verwaschen. Ich weiß gar nicht, ob das an dem Papier liegt oder. Und vor allem dunkelbraun und hellbraun ist leider nicht immer gut zu erkennen gewesen. Aber ansonsten hat das Ganze dem Spaß gemacht. Sieht auch recht hübsch aus. Gut, ein echter Bonsai-Baum ist natürlich besser. Aber ja, dann würde ich sagen, danke fürs Dranbleiben, wer es bisher geschafft hat. Und ja, das ist der klägliche Rest, der übrig ist. Also Ersatzteile, da ist Lego ein bisschen knauserig. Aber das macht überhaupt nichts. Solange nicht weniger Teile drin sind, wie drin sein müssen. Gut, dann würde ich sagen, mal schauen, ob wir sowas nochmal machen. Und ja, mal sehen, was als nächstes für Videos hier anstehen. Also, bis demnächst.